Auch Ingo Lenzen glaubt, dass Anke Lehmann nur die Meinung ihres Mannes vertritt, um ihn nicht erneut gegen sich aufzubringen. Mit Unterstützung einer Opferberaterin hofft der Anwalt, die Mutter am nächsten Tag aus der häuslichen Gewaltspirale zu befreien. Frau Lehmann, Rechtsanwalt Lenzen hier. Frau Lehmann, wir wissen, dass Sie da sind. Frau Lehmann, kommen Sie mal. Ja. Frau Lehmann, Frau Winkler hier vom Weißen Ring. Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe? Mein Mann hat mich eingeschlossen. Ihr Mann hat Sie eingeschlossen? Sollen wir Ihnen helfen? Sollen wir die Türe aufmachen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ben! Mit Hilfe eines Dietrichs befreit Ben Handke die verstörte 52-Jährige. Und Anke Lehmanns frisch aufgeplatzte Lippe zeigt, dass ihr offenbar noch mehr Gewalt angetan wurde. Ja, Frau Lehmann, das ist Frau Winkler vom Weißen Ring. Ja, hallo. Sie sehen total verängstigt aus. Also vorneweg, Sie müssen nur das sagen, was Sie wollen. Aber ich empfehle Ihnen, erstatten Sie Anzeige gegen Ihren Mann. Oh, mein Mann hat mich bloß aus Versehen eingeschlossen. Ist heute nicht mein Tag. Ich habe mir vorhin auch ganz doll auf die Lippe gebissen. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass Männer, die gewalttätig sind, die schlagen und erniedrigen immer und immer wieder. Und auch wenn sie beteuern, es nicht mehr zu tun, sie machen trotzdem weiter. Und sie kommen nur aus diesem Strudel der Angst und Gewalt heraus, wenn sie ihren Mann verlassen und gegen ihn aussagen. Das sehe ich ganz genauso. Sie wissen doch gar nicht, was ich durchgemacht habe. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nicht in dieser Situation bin, aber jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies und glückliches Leben. Auch Sie. Und Sie wollen doch auch ein Vorbild für Ihre Tochter Lilly sein. Frau Lehmann, Lilly ist sicherlich wichtig. Aber ich glaube, Sie selbst müssen sich selber viel, viel wichtiger sein. Und deshalb dürfen Sie das nicht länger hinnehmen, was der mit Ihnen macht. Sie haben ja recht. Es schlägt mich. Aber ich weiß, dass er mich auch liebt. Und ich liebe ihn auch. Ich will ihn nicht verlieren. Aber es tut ihm wirklich immer wieder leid. Frau Winkler, das kennen Sie, ne? Definitiv. Und das habe ich schon öfters gehört. Aber ich kann Ihnen wirklich nur ans Herz legen, zeigen Sie Ihren Mann an. Und wir können Sie unterstützen. Wir können Sie zur Polizei begleiten. Und wir können Sie auch anders unterstützen. Sie können doch jetzt zu Ihrer Tochter ziehen. Die ist unten, die wartet auf Sie. Die hat es angeboten. Und wenn Sie das nicht möchten, dann können wir dafür sorgen, dass Sie einen Platz in einem Frauenhaus kriegen. Dann würde ich zu meiner Tochter. Ich muss nur ein paar Sachen packen. Machen Sie das. Ja. Wir warten hier auf Sie. Aber ich glaube nicht, dass Mirko mich so einfach gehen lassen wird. Wir sind jetzt da und er ist im Moment nicht da. Und bis er wiederkommt, sind wir weg. Okay, dann beeilen Sie sich. Alles geht vorbei, bye. Anke Lehmann verlässt ihren Mann. Doch das Café gehört nun ihm. Um das rückgängig zu machen, soll Sarah Grüner Informationen gegen Mirko Lehmann sammeln und befragt am nächsten Tag dessen frühere Geschäftspartnerin. Hallo, sind Sie die Frau Meller? Ja. Ach, hallo. Super, Grüner. Guten Tag. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf jeden Fall. Gerne, aber um was geht es denn jetzt hier ganz genau? Und warum interessieren Sie sich für den Kiosk, den ich damals betrieben habe? Ehrlich gesagt geht es mir gar nicht so wirklich um den Kiosk, sondern eher um den Mann, mit dem Sie den Kiosk zusammengeführt haben. Also um Ihren Geschäftspartner, den Herrn Mirko Lehmann. Über den würde ich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Sorry, da bin ich raus. Ich möchte darüber wirklich nicht reden. Frau Meller, warum? Verstehen Sie doch, ich will die Zeit von damals einfach nur noch vergessen. Weil Herr Lehmann war nicht nur mein Geschäftspartner, er war auch mein Lebensgefährte. Und glauben Sie mir, der hat mir alles andere als gut getan. Okay, kann es sein, dass er Sie vielleicht geschlagen hat? Ja, okay, verstehe. Ja, wissen Sie, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist. Und ich kann Sie da sehr gut verstehen, dass Sie da auch überhaupt nicht mehr drüber reden möchten und einfach nur damit abschließen. Aber wissen Sie, er zieht gerade das Gleiche mit seiner jetzigen Frau ab. Ja, und Sie könnten uns mit Ihrer Aussage wirklich sehr helfen. Unterdessen wurde die Klage gegen Mandantin Lilly Klett fallen gelassen, nachdem deren Mutter endlich ihren gewalttätigen Mann angezeigt hat. Während Team Lenzen den Fall diskutiert, geht das Familiendrama jedoch weiter.
Ich verstehe es nicht. Ich meine, was muss denn in dem Kopf von jemandem vorgehen, dass sich dann wirklich dazu entscheidet, während er mit seinen Jungs Karten spielen geht, gesperrt bei meiner Frau zu Hause ein? Ich verstehe das nicht. Ja, mach deinen sprachlos. Bin ich bei dir. Doch krass, oder? Ja, total. Und Telefon klingelt. Frau Klett an. Frau Klett? Herr Lenzen? Sie glauben gar nicht, was gerade passiert ist. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe einen Zettel von meiner Mutter gefunden. Sie ist zurück zum Mirko gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Der muss sie doch brutal geholt haben. Oder sie ist doch nicht freiwillig zurück. Was machen wir denn jetzt? Bitte, Sie müssen was machen. Und zwar ganz, ganz schnell. Rufen Sie Ihre Mutter an und erklären ihr, dass es der größte Fehler Ihres Lebens ist, wenn sie jetzt zurückgeht. Ja, werde ich sofort machen. Ja? Doch die Mutter geht nicht ans Telefon. Sofort holt Ingo Lenzen seine Mandantin ab, um Anke Lehmann gemeinsam davon zu überzeugen, dass ihr Ehemann eine tickende Zeitbombe ist. Und dafür liefert der Anwalt auch einen Beweis. Wir haben Feierabend. Geht doch bitte wieder. Ja, aber wenn Sie Feierabend haben, dann hätten Sie da vielleicht ein bisschen Zeit für uns, oder? Ich möchte nicht schon wieder reden. Ich habe gestern einen riesengroßen Fehler gemacht. Das mit der Trennung war totaler Quatsch. Er hat mir versprochen, dass jetzt alles anders wird. Ich glaube ihm diesmal auch. Ich kann ihn jetzt nicht verlassen. Sie wissen schon, es gibt auch andere Personen, die haben auch geglaubt. Ja. Und sind auf die Nase gefallen. Ja, Sarah? Das musst du dir mal anhören. Ja. Was muss ich mir? Ich möchte mir nichts mehr anhören. Hören Sie sich das bitte an. Weil das ist wirklich was, was Ihnen auch passiert ist und was Ihnen noch blühen könnte. Vielleicht erzählen Sie kurz. Hallo, Frau Lehmann. Ich bin Marion Meller, die Ex-Freundin von Mirko. Ich weiß, dass Ihnen das ganz schwer fällt und mir fällt es genauso schwer. Aber ich muss Ihnen das einfach sagen. Ich habe Jahre gebraucht und habe so viel Therapien hinter mir wegen Mirko, weil er mich geschlagen hat. Jedes Mal hat er sich entschuldigt und hat gesagt, er tut es nicht mehr. Und ich habe ihn immer wieder geglaubt. Aber es wurde nur noch schlimmer. Er ist von jetzt auf sofort ausgetickt und hat mich geschlagen. Und er hat ihn immer wieder versprochen, dass er damit aufhört, oder? Immer wieder. Ich habe bis zum Schluss gedacht, er würde sich ändern. Und ich hatte alle Hoffnung, dass ich wieder glücklich werde. Das war nicht möglich. Wie sind Sie diesen Typen denn am Ende losgeworden? Es gab einen Punkt, wo ich nicht mehr leben wollte. Und nur durch Gespräche von Ärzten und Psychiatern in der Klinik habe ich das geschafft, da rauszukommen. Aber ich musste was ändern. Ich musste da raus. Kein anderer. Frau Lehmann, bei Ihnen ist es ganz genauso, oder? Jetzt sagen Sie ja doch mal. Gib's doch einfach zu. Lilly, du hattest recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Vor ungefähr 6 Monaten hatten wir total viel zu tun. Dann bin ich später von der Arbeit nach Hause gekommen. Als ich aufschließen wollte, hat er die Tür aufgerissen. Wie von Sinn. Wo kommst du jetzt her? Von der Arbeit, vom Kaffee. Erzähl mir keinen Scheiß, hast du mit einem Typen getroffen oder was? Ich hatte ihm geschrieben, das habe ich ihm auch gesagt, aber der hat mir überhaupt nicht zugehört. Der hat gar nicht. Er hat mich in die Küche gezerrt. Außerdem hast du mein Bier vergessen. Ich habe dich heute früh noch daran erinnert. Du hast nur deinen Kram im Kopf. Dann hat er mir ein paar runtergehauen, das erste Mal. Aber Mama. Richtig doll. Bitte. Machen Sie einen Schlussstrich. Ja. Haben Sie ihn denn angezeigt? Ich wollte das, aber ich habe das einfach nicht geschafft. Sie mich, bitte. Vielen Dank. Das war sehr, sehr offen. Also, aber Ihre Mutter muss natürlich bereit sein. Aber ich glaube, jetzt hat sie es verstanden. Ich hoffe es auch. Ja. Und? Frau Lehmann ist abgehauen. Was? Ja, ich schätze, durch die Toilette, durchs Fenster, das stand offen. Ich habe gerade eine SMS bekommen. Es tut mir so leid, ich war so schwach und so dumm und hätte dadurch beinahe das Wertvollste verloren, das ich habe, nämlich dich. Ich beende diesen Teufelskreislauf jetzt für ein für alle Mal. Hab dich lieb, Mama. Was machen wir denn jetzt? Das letzte Gespräch, das kann verheerende Folgen haben. Du bringst sie nach Hause und wir gehen raus zu Ben. Ich werde uns jetzt. Ich werde doch direkt die Polizei erinnern. Sofort schickt Sarah Grüner die Polizei zu den Lehmanns. Denn Ingo Lenzen fürchtet, dass der gewalttätige Ehemann komplett die Kontrolle verliert, wenn seine Frau endgültig mit ihm Schluss macht. Und leider soll der Anwalt Recht behalten.
Hey, Ben, hörst du das? Was denn das? Hey, die Schreie. Was? Was ist die Schlüssel da? Schlüssel? Mach das. Hey, mach auf. Komm, bitte. Hey! Was machst du denn, Mann? Was machst du denn? Schatz! Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich bin so gemein. Ich wollte das nicht. Glaub mir. Helf mir, kommen Sie. Du wirst mich nie wieder wehtun. Und auch keine anderen Frau. Mirko Lehmann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsentziehung zu 2 Jahren Haft verurteilt. Anke Lehmann hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly arbeitet sie jetzt wieder in ihrem geliebten kleinen Café.